Herzlich willkommen. Ja, Sie sind richtig hier. Sie sind bei den Schaltschrankgestaltern. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel der Initiative von Phoenix Kontakt, Wago, Siemens, Rittal und E-Plan. Was erwartet Sie heute? Heute erwartet Sie einen Referenten, nämlich Franz Wunderlich, der Fachberater für Niederspannungsschalttechnik bei Siemens ist, zu dem Thema Netzeinspeisung und Netztrennung. Auf was muss ich achten? Warum haben wir dieses Thema ausgewählt? Wir hatten nach der ersten Staffel von Ihnen jede Menge Feedback bekommen und Rückmeldung bekommen, was Sie sich wünschen, in welche Richtung es gehen soll. Und so sind wir wirklich hier in diesem Setup gekommen, um das ganze Thema Grundlagen, wie setze ich das denn um, dort den Einstieg zu finden. Und ich glaube, dafür ist dieses Format eines Webinars, einer digitalen Veranstaltung super. Wir wollen mit Ihnen diskutieren, welche Vorgehensweise funktioniert. Wir wollen Ihnen Möglichkeiten geben, wie man es umsetzt. Wir wollen Ihnen Impulse mitgeben, um Sie zum Nachdenken anzuregen. Vor allem ist es uns wichtig, es geht um die Sache. Es geht um Grundlagen, es geht um Tipps und Tricks, es geht um Normierung und es geht um Auslegung von Normen. Ein anderer Punkt, der immer wieder aufkam, ist so dieses Thema Digitalisierung. Wow, was bedeutet das denn eigentlich? Und unsere Intention ist, Digitalisierung wirklich als Chance zu sehen. Mit Digitalisierung und Automatisierung die Branche des Schaltschrankbaus zu unterstützen und dies nicht als Bedrohung hervorzuheben, sondern mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten zu finden, zu suchen und anzuwenden, dass es wirklich einen Mehrwert bietet und nicht nur der Digitalisierung wegen ist. Wir sind jetzt gestartet mit Ihnen, um hier wirklich eine neue Idee aufzubauen, eine neue Plattform für die Schaltschrankgestalter zu entwickeln. Insofern kann ich auch nur immer wieder appellieren, das ist eine gemeinsame Basis. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, was Sie für Ideen haben, wie Sie mit uns in Kommunikation treten, mit den Herstellern, aber auch mit den Anwendern. Dazu bietet die Webseite www.schaltschrankgestalter.de Ihnen die Möglichkeit oder auch über die Kontaktadresse kontakt@schaltschrankgestalter.de sich hier einzubringen. Einbringen können Sie sich aber auch beim heutigen Webinar. Während des Webinars haben Sie die Möglichkeit, die Chat-Funktion zu nutzen. Wir werden im Anschluss die Fragen, die dort aufkommen, versuchen direkt zu beantworten. Aus der Erfahrung heraus ist das nicht allmöglich, mit allen Fragen in der Zeit klarzukommen. Nichtsdestotrotz versprochen, es werden sämtliche Fragen auch im Chat beantwortet und im Nachgang auf unserer FAQ-Seite dort positioniert. Insofern, wenn Sie es sehen könnten, wir sind hier in einem digitalen Raum mit einer Anmeldequote, die fantastisch ist. Das fühlt sich so an wie beim TBV Lemgo in der Phoenix Kontakt Arena. So müssen Sie sich vorstellen, sind Sie gerade mit in der Arena mit mehr als 1000 Zuschauern und können jetzt Franz Wunderlich beim Thema Netzeinspeisung und Netztrennung folgen und dort Ihre Impulse für die weitere Phase mitnehmen. Viel Spaß dabei. Ja, danke, Detlef. Ich freue mich natürlich auch besonders, heute bei der ersten Veranstaltung der zweiten Reihe der Schaltschrankgestalter dabei sein zu dürfen. Und noch ein paar Worte zu mir, wie Detlef bereits erwähnt hat. Mein Name ist Franz Wunderlich und ich bin seit 3 Jahren als Fachberater für Niederspannungsschalltechnik bei der Siemens AG in Erlangen tätig. Dabei betreue ich Kunden im Wirtschaftsraum Nordbayern, sowohl bei Produktfragen als auch bei der normengerechten Schaltschrankplanung. Ich würde sagen, wir verschwenden gar keine weitere Zeit und starten direkt mit dem Vortrag. Ja, wie immer am Anfang eines jeden Vortrags unser altbekannter Disclaimer, unser altbekannter Haftungsausschluss. Auch wenn wir uns alle Mühe geben, sorgfältig zu recherchieren und wir uns bei dem Vortrag sehr eng an dem Normentext langhangeln, kann es immer wieder auch bei uns zu Fehlern kommen. Und daher entbindet Sie der Inhalt dieses Vortrages nicht von Ihrer eigenen Pflicht als Projekteur, Ihre Projektierung eigenverantwortlich durchzuführen. Ja, wie bereits am Anfang erwähnt, das Thema der heutigen Veranstaltung lautet Netzanschluss und Netztrenneinrichtung. Auf was muss ich achten? Warum haben wir uns für dieses Thema entschieden? Das ist eigentlich ganz einfach. Jeder Projekteur muss sich mit dem Thema Netzanschluss auseinandersetzen, weil ja in jeder elektrischen Maschine irgendwann auch ein Netzanschluss stattfindet. Und auch das Thema Netztrenneinrichtung ist eigentlich sehr universell. Jede Maschine benötigt eine Netztrenneinrichtung, sei es zum Freischalten der Anlage im Wartungsfall oder zum Ausschalten, wenn zum Beispiel eine
unbeabsichtigte Störung beseitigt werden muss. Ja, trotzdem bekommen wir immer wieder viele Fragen zu beiden Themen und haben das als Anlass genommen, uns das Thema heute mal etwas genauer anzuschauen. Ja, eine kurze Gliederung für die nächsten Minuten. Ich werde beginnen mit den allgemeinen normativen Anforderungen. Dann geht es um die Geräte, die als Netztrenneinrichtung verwendet werden können. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir immer wieder von unseren Kunden bekommen und bei denen wir der Meinung sind, dass sie vom allgemeinen Interesse sind. Ja, beginnen wir direkt mit den normativen Anforderungen. Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Ich werde mich in diesem Vortrag auf die Normen für den IEC-Markt beziehen. Wenn Sie eine Anlage für den nordamerikanischen Markt projektieren und planen, dann gelten für den nordamerikanischen Markt in den allermeisten Fällen die UL- und CSA-Normen. Auf diese werden wir heute in dem Vortrag allerdings nicht eingehen. Ja, die führende Norm für Sie als Elektroplaner, wenn Sie eine Anlage für den IEC-Markt projektieren, ist die DIN EN 60204-1. Und in dieser finden wir auch die allgemeine Definition für eine Netztrenneinrichtung. Eine Netztrenneinrichtung muss vorgesehen werden für jeden Netzanschluss zu einer Maschine oder mehreren Maschinen und für jede Bordstromversorgung. Wenn erforderlich, muss die Netztrenneinrichtung die elektrische Ausrüstung der Maschine von der Versorgung trennen. Ja, eine Sache an dieser sehr allgemein formulierten Definition ist die Tatsache, dass für jeden Netzanschluss genau eine Netztrenneinrichtung vorgesehen werden muss. Und auch wenn an einer anderen Stelle der Norm empfohlen wird, eine Maschine mit jeweils nur einem Netzanschluss zu bauen, wissen Sie, dass dies in der Praxis nicht immer möglich ist. Manche Anlagen sind einfach derartig komplex, dass mehrere Netzanschlüsse vorgesehen werden müssen. Und wenn Sie eine solche komplexe Anlage projektieren, müssen Sie auch für jeden Netzanschluss eine eigene Netztrenneinrichtung vorsehen. Falls Sie eine solche Anlage haben, wo nun mehrere Netztrenneinrichtungen vorgesehen sind, greift noch eine Sonderbedingung, die hier unten aufgeführt ist. Wenn zwei oder mehrere Netztrenneinrichtungen vorgesehen sind, müssen Sie für deren richtige Arbeitsweise auch Schutzverriegelungen vorsehen, damit nicht beide Netzanschlüsse gleichzeitig aktiv sein können. Ja, welche Anforderungen stellt die Norm an die Geräte, die für die Netztrenneinrichtung in Frage kommen? Und hier haben wir zwei verschiedene Anforderungen. Wir haben einerseits die Hauptschaltereigenschaften nach der DIN EN 60204-1 und wir haben die Trennereigenschaften aus der Gerätenorm, der DIN EN 60947. Ich würde sagen, wir schauen uns als erstes die Hauptschaltereigenschaften an. Hier werden in der Norm eine ganze Reihe von Eigenschaften aufgeführt, die die Netztrenneinrichtung oder der Hauptschalter, die beiden Wörter können für das gleiche Bauteil verwendet werden. In den alten Normen war noch die Rede von Hauptschaltern. Inzwischen wird es immer Netztrenneinrichtung genannt. Ja, das Gerät darf nur eine Aus- und eine Einstellung haben. Das wäre die erste Anforderung. Und diese Aus- und Einstellung muss auch mit dem jeweiligen Symbol gekennzeichnet sein. Es muss eine sichtbare Kontakt-Trennstrecke oder Stellungsanzeige vorhanden sein. Außerdem ist die äußere Bedienhandhabe eine Anforderung an den Hauptschalter. Hier macht die Norm auch eine Ausnahme und das sind die Leistungsschalter mit Motorantrieb, wenn der Motorantrieb über einen von außen zugänglichen Drucktaster gesteuert werden kann. Die Handhabe muss außerdem abschließbar sein. Das macht auch Sinn, kann man sich ganz einfach vorstellen. Wenn zum Beispiel für Wartungsarbeiten eine Elektrofachkraft in der Anlage arbeitet, dann darf es natürlich nicht möglich sein, dass jemand anders die elektrische Energie zuschaltet. Und daher müssen die Handhaben zum Beispiel mit einem Vorhängeschloss abschließbar sein. Ja, die nächste Bedingung ist, dass die Bedieneinrichtung der Netztrenneinrichtung leicht zugänglich sein muss und zwischen 0,6 und 1,9 Meter Höhe oberhalb der Zugangsebene angeordnet sein muss. Das ist die harte Vorschrift aus der Norm. Es gibt allerdings auch noch eine Empfehlung für die maximale Höhe. Und die Empfehlung ist eine Obergrenze von 1,7 Metern, damit auch kleinere Personen komfortabel an die Handhabe heranlangen können.
Ja, die nächste Voraussetzung ist das Ausschaltvermögen. Das Ausschaltvermögen der Netztrenneinrichtung muss ausreichend groß sein, um den größten Motor im blockierten Zustand plus die Summe aller anderen Verbraucher schalten zu können. Bei der Summe der anderen Verbraucher kann auch ein Reduktionsfaktor verwendet werden, wenn dieser für Ihre Anlage bekannt ist. Ja, was ist nun dieses Ausschaltvermögen? Das Ausschaltvermögen darf nicht verwechselt werden mit dem Betriebsstrom der Anlage. Wenn wir zum Beispiel einen 100 Ampere Leistungsschalter haben, dann ist das Ausschaltvermögen nicht die 100 Ampere, sondern wäre gleichzusetzen mit dem Kurzschluss-Ausschaltvermögen. Und dieses beträgt je nach Schalter 50 Kiloampere, 100 Kiloampere, also je nach Ausführung des Leistungsschalters. Und dieses Ausschaltvermögen sollte in den allermeisten Fällen ausreichen, um den Blockierstrom des größten Motors plus die Summe der anderen Ströme auszuschalten. Ja, und die letzte Voraussetzung ist, dass alle aktiven Leiter getrennt werden müssen. Hier gibt es natürlich auch wieder eine Ausnahme, und es wären die sogenannten ausgenommenen Stromkreise. Diese werden noch vor der oder an der Einspeiseklemme der Netztrenneinrichtung abgegriffen und mit orangenen Kabeln gesondert gekennzeichnet. Die ausgenommenen Stromkreise betreiben zum Beispiel die Schaltschrankbeleuchtung oder Service-Steckdosen oder auch Geräte für die Unterspannungsauslösung. Gegebenenfalls kann für diese ausgenommenen Stromkreise noch eine extra Netztrenneinrichtung eingeplant werden. Ja, eine Frage, die wir immer wieder bekommen, ist, ob der Neutralleiter einer Anlage mit getrennt werden muss von der Netztrenneinrichtung. Und hier haben wir in der DIN EN 60204-1 keine Vorgabe, zumindest nicht für die allermeisten Länder. Es kann sein, dass in der länderspezifischen Norm eine Ausnahme gemacht werden. Hier werden zum Beispiel Frankreich und Norwegen als Beispiele zu nennen. In diesen Ländern muss der Neutralleiter auf jeden Fall getrennt werden von der Netztrenneinrichtung. Ja, so viel zu den Hauptschaltereigenschaften. Schauen wir uns als nächstes die Trennereigenschaften an, die, wie gesagt, in der jeweiligen Gerätenorm der einzelnen Schalter aufgeführt werden. Und da Sie als Elektroprojekteur wahrscheinlich eher weniger Lust darauf haben, sich jede einzelne Gerätenorm für jedes einzelne Produkt anzusehen, habe ich einen Praxistipp für Sie. Und zwar können Sie ganz einfach die Tabelle im Anhang B der DIN VDE 0100-530 verwenden. Das ist eine sehr gute Übersicht über alle Geräte zum Trennen und Schalten. Wir sehen es hier auch auf der Folie, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Und hier werden alle Geräte aufgeführt und es wird vor allem gesagt, ob sie geeignet sind zum Trennen, zum betriebsmäßigen Schalten und Steuern und für die Notausschaltung. Uns interessiert hier natürlich die Spalte Trennen und man sieht zum Beispiel, dass ein Lasttrennschalter oder ein Leistungsschalter nach der Gerätenorm zum Trennen geeignet sind und so auch die Anforderungen an die Netztrenneinrichtung erfüllt. Ja, was ergeben sich jetzt aus diesen beiden Anforderungen für Geräte für die Netztrenneinrichtung? Da gibt die DIN EN 60204-1 uns diese Liste vor. Wir haben als allererstes die Lasttrennschalter mit oder ohne Sicherung für die Gebrauchskategorie AC23B und DC23B. Die Gebrauchskategorie wird an dieser Stelle nicht ohne Grund genannt. Die allermeisten Lasttrennschalter sind zusätzlich noch mit der Gebrauchskategorie AC21 geprüft. Und wenn Sie einen Lasttrennschalter als Hauptschalter, als Netztrenneinrichtung verwenden, müssen Sie bei der Projektierung die Stromwerte nach AC23B verwenden. Als zweites werden Steuerungs- und Schutzschaltgeräte mit Trennereigenschaften genannt. Das wären zum Beispiel kompakte Motorabzweige. Bei Siemens gibt es den Typ 3RA6. Diese kommen aber in der Praxis eher selten zum Einsatz. Was wiederum relativ häufig verwendet wird, sind die Leistungsschalter geeignet zum Trennen unter Punkt 3. Unter Punkt 4 werden alle anderen Geräte gesammelt, die zu den ersten drei Kategorien nicht zugeordnet werden können. Und unter Punkt 5 haben wir noch einen Sonderfall, und zwar die Stecker- und Steckdosenkombinationen.
Auch die könnten prinzipiell als Netztrenneinrichtung verwendet werden. Sie werden jetzt zwar in der Gerätenorm 60947 nicht speziell aufgeführt, aber man kann sich ja vorstellen, wenn man eine Anlage mit einem Einspeisestecker betreibt und diesen entfernt, dann ist die Trennung auch ausreichend gegeben. Ja, in den nächsten Minuten werde ich mich vor allem auf die ersten beiden Punkte beziehen, also auf die Lasttrennschalter mit oder ohne Sicherung und auf die Leistungsschalter, mit denen wir auch direkt beginnen. Wir haben hier einen beispielhaften Schaltschrankaufbau einmal vorbereitet. Wir sehen oben den Leistungsschalter und darunter die verschiedenen Verbraucherabzweige. Bei diesem Aufbau wäre die Netztrenneinrichtung selbst und die Leitungen auf der Abgangsseite geschützt. Die Geräte und Leitungen in den Verbraucherabzweigen müssen allerdings gesondert betrachtet werden. Das ergibt auch Sinn, da in den Verbraucherabzweigen Querschnittsverjüngungen stattfinden und einfach diverse Schaltgeräte verbaut sind, die nicht mehr von dem Hauptschalter geschützt werden können. Bei der Projektierung des Hauptschalters ist auf einen Punkt besonders zu achten, und zwar müssen Sie darauf achten, dass das Kurzschlussausschaltvermögen des Leistungsschalters größer ist als der zu erwartende Kurzschlussstrom an der Einspeiseklemme. Die Werte für das Kurzschlussausschaltvermögen finden Sie in jedem Datenblatt eines jeden Leistungsschalters oder wie hier dargestellt auch im Katalog. Das nächste Gerät, auf das wir eingehen wollen, ist der Lasttrennschalter mit Sicherungen. Auch hier ist wieder die Netztrenneinrichtung und die Leitungen auf der Abgangsseite selbst geschützt. Wie im Beispiel gerade müssen Geräte und Leitungen in den Verbraucherabzweigen allerdings gesondert betrachtet werden. Auch der Lasttrennschalter mit Sicherungen besitzt wieder ein Kurzschlussausschaltvermögen. Den Wert dafür finden wir zum Beispiel im Datenblatt, das hier als Beispiel 3KF, oder auch im Katalog des Herstellers. In diesem Fall ist das Kurzschlussausschaltvermögen allerdings an eine Bedingung geknüpft. Im Fall des 3KF wäre das die Verwendung der passenden Sicherungseinsätze. Es dürfen nur die Sicherungseinsätze 3NA und 3ND von Siemens verwendet werden und auch nur die Betriebsklassen GG und AM. Ja, was bezeichnen die Betriebsklassen? Das wird definiert in der Norm IEC 60269. Die Angabe für die Betriebsklasse besteht immer aus zwei Buchstaben, einem kleinen Buchstaben am Anfang und einem zweiten großen Buchstaben. Bei dem kleinen Buchstaben am Anfang, der den Ausschaltbereich beschreibt, gibt es nur zwei Optionen. Wir haben das kleine G für den Ganzbereichssicherungseinsatz und das kleine A für den Teilbereichssicherungseinsatz. Der Unterschied besteht darin, dass eine Ganzbereichssicherung bereits kurz über dem Betriebsstrom abschaltet und eine Teilbereichssicherung erst ab einem bestimmten Vielfachen des Nennstroms. Das kann zum Beispiel das Vierfache des Nennstroms oder das Fünffache des Nennstroms sein. Bei der Angabe des Schutzobjektes gibt es ein paar mehr Optionen. Wir hätten hier zum Beispiel das G für den Schutz für allgemeine Zwecke, was in Kombination mit dem kleinen G, also als Ganzbereichssicherungseinsatz für allgemeine Zwecke, die wahrscheinlich am häufigsten verwendete Sicherung ist. Früher wurde das G auch als L bezeichnet, da die beiden Sicherungen allerdings sehr identisch sind, ist die Bezeichnung L inzwischen veraltet und weggefallen. Das große M beschreibt den Schutz für Motorstromkreise und das finden wir besonders häufig in einer Teilbereichssicherung, also einer AM-Sicherung. In diesem Fall müsste für den Überlastschutz des Motors noch ein extra Gerät vorgesehen werden. Das große R für den Halbleiterschutz. Diese Sicherungen werden zum Beispiel eingesetzt, um Umrichter oder Sanftstarter mit Halbleiterbauelementen zu schützen. Oder auch das S, eine Kombination aus Halbleiterschutz und Kabel- und Leitungsschutz. Ja, neben dem Lasttrennschalter mit Sicherungen gibt es noch ein Gerät, was ganz ähnlich klingt, aber auf keinen Fall verwechselt werden darf, und zwar den Sicherungslasttrennschalter. Wie man schon in den Schaltsymbolen sieht, werden bei dem Sicherungslasttrennschalter über den Griff die Kontakte an einer Seite der Sicherung getrennt.
Anders aufgebaut ist hingegen der Lasttrennschalter mit Sicherungen. Hier haben wir einen Drehgriff, der zum Beispiel auch über einen Türkupplungsdrehantrieb gesteuert werden kann und es werden beide Seiten der Sicherung aus den Kontakten getrennt. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Geräten liegt allerdings im Einsatzbereich. Der Sicherungslasttrennschalter ist nicht für das betriebsmäßige Schalten unter Last einsetzbar. Daher darf dieser Sicherungslasttrennschalter auch nicht als Netztrenneinrichtung verwendet werden. Anders sieht das bei dem Lasttrennschalter mit Sicherungen aus. Dieser darf unter Last geschaltet werden und ist daher auch als Netztrenneinrichtung einsetzbar. Ja, das letzte Gerät, was wir uns etwas genauer anschauen wollen, ist der Lasttrennschalter ohne Sicherungen. Bei diesem Gerät sind die Netztrenneinrichtungen und die Leitungen auf der Abgangsseite nicht geschützt. Sie als Hersteller der Anlage müssen daher dem Betreiber eine geeignete Vorsicherung angeben. Und wie in den beiden Beispielen vorher, sind die Geräte und Leitungen in den Verbraucherabzweigen natürlich auch gesondert zu betrachten. Aber woher wissen Sie jetzt, welche Vorsicherung Sie dem Betreiber für Ihren Lasttrennschalter angeben können? Hierfür finden Sie alle Angaben in dem Datenblatt des jeweiligen Lasttrennschalters. Hier haben wir zum Beispiel den Lasttrennschalter 3LD20 mit einem Nennstrom von 16 Ampere mitgebracht. Und wir sehen die Angabe für die maximale Vorsicherung, eine GL, mit der neuen Bezeichnung wäre es eine GG-Sicherung, mit 20 Ampere. Und wir finden die Angabe für das Kurzschlussausschaltvermögen. Dieses gilt nur mit der passenden vorgeschalteten Sicherung und beträgt 50 Kiloampere. Um diese 50 Kiloampere zu erreichen, muss die Sicherung allerdings zwei Bedingungen erfüllen. Einerseits darf der maximal zulässige Durchlass I²T-Wert oder auch Durchlassenergiewert genannt von 2,5 Kiloampere Quadratsekunden nicht überschritten werden und auch der maximal zulässige Durchlassstrom von 3 Kiloampere darf nicht überschritten werden. Ja, wie geht man jetzt vor, wenn man prüfen will, ob eine Vorsicherung für einen Leistungsschalter passend ist? Hier habe ich als Beispiel vorbereitet den Lasttrennschalter 3LD20 aus unserem Beispiel gerade und eine 20 Ampere NH-Sicherung. Als erstes brauchen wir wieder die gerade gezeigten Daten aus dem Datenblatt des Lasttrennschalters und die Gerätekennlinien der Sicherung. Hier als erstes die Durchlassenergiekennlinie. An dieser tragen wir die 50 Kiloampere, also das Ausschaltvermögen, das der Lasttrennschalter mit vorgeschalteter Sicherung erreichen kann, ein und lesen den entsprechenden Durchlassenergiewert ab. Dieser beträgt in unserem Fall 1,9 Kiloampere Quadratsekunden und ist damit kleiner als die maximal erlaubten 2,5 Kiloampere Quadratsekunden. Dasselbe Vorgehen machen wir nun noch einmal für die Durchlassstromkennlinie. Auch hier werden wieder die 50 Kiloampere eingetragen und der Wert für den Durchlassstrom abgelesen. In unserem Beispiel beträgt dieser 2,14 Kiloampere und wäre auch wieder kleiner als der maximal zulässige Wert von 3 Kiloampere. Unsere Kombination aus Sicherung und Lasttrennschalter wäre also zulässig und erreicht ein Ausschaltvermögen von 50 Kiloampere. Sie könnten also die 20 Ampere NH-Sicherung in Ihrer Anlagendokumentation als passende Vorsicherung vorgeben. Für den letzten Teil des Vortrages habe ich einige Fragen vorbereitet, die wir von unseren Kunden immer wieder zum Thema Netztrenneinrichtungen bekommen. Da wäre zuallererst die Frage, welche Daten muss der Betreiber dem Hersteller der Anlage nennen? Oder auch andersrum formuliert, welche Daten müssen Sie als Hersteller der Anlage vom Anlagenbetreiber erfragen? Hier würde ich empfehlen, die Tabelle im Anhang B der DIN EN 60204-1 zu verwenden. Hier auf der Folie ist jetzt nur ein kleiner Teil dieser Tabelle dargestellt. In Realität geht sie über einige Seiten, aber ich habe hier mal den für uns jetzt relevanten Punkt, Punkt 4, die elektrische Einspeisung, herausgeschnitten. Ja, wenn Sie diese Tabelle dem Betreiber geben oder die darin gefragten Punkte abfragen, müssten Sie eigentlich alle Daten haben, die man für die korrekte Auslegung der Netztrenneinrichtung benötigt.
Wir hätten einerseits die Nennspannung an der Einspeisung. Wir haben den erwarteten Kurzschlussstrom an der Einspeiseklemme, den wir bei den Geräten schon erwähnt haben. Aber es wird auch zum Beispiel die Netzform abgefragt oder die Art der gewünschten Netztrenneinrichtung. Die nächste Frage, die wir immer wieder bekommen, bezieht sich auf die Handhaben der Netztrenneinrichtung, und zwar: Welche Farbe sollte die Bedienhandhabe der Netztrenneinrichtung haben? Hierfür finden wir die Antwort auch wieder in der Norm, und zwar in der DIN EN 60204-1, diesmal im Absatz 10.2.1. Die Farbe Rot muss für Nothalt und Notaus Bedienteile verwendet werden, einschließlich Netztrenneinrichtungen, wenn sie dafür vorgesehen sind, bei Gefahr verwendet zu werden. Wenn um das Bedienteil herum ein Hintergrund vorhanden ist, muss dieser gelb sein. Ja, daher auch die rot-gelbe Handhabe, wie man sie hier sieht oder wie man sie bereits kennt. Im Umkehrschluss gilt natürlich auch, wenn die Netztrenneinrichtung keine Notfunktion erfüllt, darf die Bedieneinrichtung nicht rot-gelb sein. In diesem Fall wird die schwarze bzw. schwarz-graue Handhabe verwendet. Ja, was sind jetzt diese Notsituationen, in denen man die Netztrenneinrichtung verwendet, um die Gefahr abzuschalten? In diesem Fall ist es wichtig, dass wir als allererstes unterscheiden, was ist eine Nothaltsituation und was ist eine Notaussituation. Die Definition dazu befindet sich im Anhang B der 60204-1. Bei einem Nothalt handelt es sich um eine Handlung im Notfall, die dazu bestimmt ist, einen Prozess oder eine Bewegung anzuhalten, die gefahrbringend ist. Und bei einem Notaus handelt es sich um eine Handlung im Notfall, die dazu bestimmt ist, die Versorgung mit elektrischer Energie zu einer ganzen oder zu einem Teil einer Installation abzuschalten, wo ein Risiko durch elektrischen Schlag oder ein anderes elektrisches Risiko besteht. Ja, zusammenfassend kann man es so formulieren: Bei Nothalt steht die Beseitigung der gefahrbringenden Bewegung im Vordergrund. Bei Notaus hingegen der Schutz vor der elektrischen Energie. Schauen wir uns beide Fälle einmal genauer an und inwiefern die Netztrenneinrichtung zum Ausschalten in diesem Fall verwendet werden kann. Bei Nothalt haben wir die Situation, dass, wenn die Stoppkategorie 0 zulässig ist, die Netztrenneinrichtung auch als Nothalteinrichtung verwendet werden darf. Was ist jetzt diese Stoppkategorie 0, an die das Ganze geknüpft ist? Dabei handelt es sich um das ungesteuerte Stillsetzen der Anlage. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Wir nehmen die rot-gelbe Handhabe, schalten unsere elektrische Energie an der Anlage ab, und von einer Sekunde auf die andere ist die Energie weg und die Anlage kommt zu einem ungesteuerten Stillsetzen. Hier auf der rechten Seite ist zum Beispiel ein Förderband dargestellt. Man könnte es sich jetzt hier ganz anschaulich vorstellen. Die Kisten befinden sich in dem einen Moment noch in der Bewegung, dann ist der Strom weg, aber die Bewegung hört nicht sofort auf. Die Kisten laufen noch weiter und könnten herunterfallen. Oder bei einer elektrischen Hebebühne, wenn wir hier die Energie wegnehmen, könnte die Hebebühne absacken. Oder noch drastischer, bei einem Haltemagneten, der eine Metallplatte hochhält, würde diese in dieser Situation auch einfach ungesteuert herunterfallen. In all diesen Situationen können durch die Stoppkategorie 0, durch dieses ungesteuerte Stillsetzen, neue Gefahrsituationen entstehen. In diesen Fällen wäre die Netztrenneinrichtung für den Nothalt nicht zugelassen. Ob die Netztrenneinrichtung und die Stoppkategorie 0 also für Ihre Anlage in Frage kommt, müssen Sie in der Risikobeurteilung selber festlegen. Wie schaut es jetzt im Notaus aus? Also wir erinnern uns, Notaus, die Beseitigung von gefahrbringender Spannung. Hier finden wir in der 60204-1 den Satz: Der Hauptschalter einer Maschine kann zum Stillsetzen für Notaus zum Einsatz kommen. Es werden auch einige Fälle genannt, in denen das der Fall sein kann, und zwar bei Anlagen, wo der Schutz gegen direktes Berühren nur durch Abstand oder Hindernisse erreicht wird. Da wären zum Beispiel die Schleifleitungen, Schleifringkörper
oder Schaltgeräte in elektrischen Betriebsräumen zu nennen. Auch hier weist die Norm allerdings darauf hin, dass es sich in diesem Fall wieder um einen Stopp der Kategorie 0, also um ein ungesteuertes Stillsetzen handelt. Auch hier müsste also beurteilt werden, ob dieses ungesteuerte Stillsetzen zulässig ist. Wenn für eine Maschine diese Stoppkategorie 0 nicht zulässig ist, kann es notwendig sein, andere Maßnahmen vorzusehen, zum Beispiel einen Schutz gegen direktes Berühren, sodass der Notaus überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommen muss. Die letzte Frage, auf die ich jetzt eingehen will, die wir auch immer wieder bekommen, ist folgende. Darf die Netztrenneinrichtung in der Schaltschranktür verbaut werden? Also nicht nur die Handhabe der Netztrenneinrichtung, die außen an der Tür ist, sondern auch direkt dahinter zum Beispiel einen Lasttrennschalter ohne Sicherungen. Und hier finden wir eine ganz klare Aussage, auch wieder in der DIN EN 60204-1, diesmal Abschnitt 11.2.1. Keine Geräte außer solchen zur Bedienung, Anzeige, Messung und Kühlungen dürfen an Türen und üblicherweise abnehmbaren Zugangsabdeckungen vom Gehäuse angebracht sein. Ja, handelt es sich jetzt bei unserem Lasttrennschalter um eines dieser Geräte, um ein Gerät für die Bedienung, Anzeige, Messung und Kühlung? Man könnte eventuell argumentieren, dass die Bedienhandhabe ein Gerät zur Bedienung ist. Allerdings der Lasttrennschalter selbst, der ja auch in der Schaltschranktür sitzen kann, ist eindeutig ein Schaltgerät und es wäre somit nicht zulässig, ihn in der Schaltschranktür einzubauen. Da dieses Thema viele Betreiber bewegt, hat auch die DKE ein Rundschreiben im Jahr 2013 veröffentlicht, in dem das Expertengremium Schutz gegen elektrischen Schlag sich mit der Frage beschäftigt hat. Auch die DKE-Experten kamen hier zu dem Urteil, dass es sich bei dem Netztrennschalter selbst eben nicht um ein Bediengerät, sondern um ein Schaltgerät handelt und es daher nicht in der Schaltschranktür verbaut werden darf. Das war's dann auch schon mit meinem Vortrag und wir haben jetzt noch genug Zeit, um auf ein paar Fragen einzugehen, die im Chat gestellt wurden. Ich sehe auch schon, dass meine Kollegen hier einiges vorsortiert haben. Falls wir Ihre Frage jetzt gleich nicht beantworten, keine Sorge, wir werden auf jeden Fall auf jede Frage, die im Chat gekommen ist, eingehen, entweder jetzt oder dann halt im Nachhinein. Genau, die erste Frage, die reinkam, bezieht sich auf die Leistungsschütze und zwar, ob auch Leistungsschütze als Netztrenneinrichtung verwendet werden können. Das kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Also ein Leistungsschütz erfüllt weder die Trennereigenschaften nach der Produktnorm noch die Hauptschaltereigenschaften. Also können wir uns kurz zurückerinnern an den Anfang des Vortrages, da habe ich über die Bedienhandhaben geredet, dass die von außen zugänglich sein muss, abschließbar sein muss. Und all das wäre mit einem Leistungsschutz nicht gegeben. Deswegen kann es auch nicht als Netztrenneinrichtung verwendet werden. Dann kam hier nochmal die Frage zu dem Neutralleiter, ob der mitgetrennt werden muss. Die kam wahrscheinlich, bevor ich darauf eingegangen bin. Also nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Der Neutralleiter muss in den allermeisten Fällen nicht getrennt werden. Also in Deutschland ist es nicht vorgeschrieben. Es gibt ein paar Ausnahmen, die in den länderspezifischen Versionen der Norm genannt werden. Zum Beispiel in Frankreich und Norwegen. Hier müsste der Neutralleiter mitgetrennt werden. So, und eine Frage kam noch zu den Netzumschaltern, ob die auch als Netztrenneinrichtung verwendet werden können. Ich hoffe, ich beziehe mich jetzt hier auf das Richtige, also ein Netzumschalter, der zwischen einem Hauptnetz und zum Beispiel einem Notversorgungsnetz umschaltet. Auch der wäre als Netztrenneinrichtung nicht geeignet. Wir haben hier mehr als zwei Schaltstellungen, also mehr als eine Aus- und eine Einschaltstellung. Und zwar eine für das Hauptnetz, dann eine für das Ersatznetz und auch noch eine Ausstellung, eine Neutralstellung. Und damit wäre ein solcher Netzumschalter nicht geeignet als Netztrenneinrichtung. Ja, die anderen Fragen, die jetzt noch gekommen sind, werden wir im Chat noch beantworten. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich würde noch gerne darauf hinweisen, dass Sie auch die alten Veranstaltungen der ersten Reihe der Schaltschrankgestalter auf der Website www.schaltschrankgestalter.de finden.
Dort finden Sie zum Beispiel den Vortrag meiner Kollegen Wolfgang Kreis und Ulrich Loh. Die haben sich mit den Themen Ermittlung der Kurzschlussfestigkeit und Dimensionierung von Kabeln und Leitungen beschäftigt. Auch beides sehr gute und informative Vorträge. Außerdem findet sich auf der Website der Schaltschrankgestalter ein FAQ-Bereich, in dem die Fragen, die während der Veranstaltung gekommen sind, zumindest einige davon, aufgeführt sind. Vielleicht finden Sie dort auch ein paar spannende Themen noch für Ihre tägliche Arbeit. Ja, ich hoffe, dass Sie dann auch wieder bei der nächsten Veranstaltung der Schaltschrankgestalter dabei sind. Schalten Sie wieder ein, bleiben Sie uns treu. Wow, vielen Dank, Franz, für den kurzweiligen Vortrag. Genau darum geht es, es auf den Punkt zu bringen. Nicht über Produkte und deren Vorteile zu diskutieren, sondern genau an dieser Stelle des Wissensvermittler Unterstützung geben, wie ich welche Norm, wie ich welche Verfahrensweise, wie anwende, damit wir einfach sicher und schnell im Schaltschrankbau unterwegs sind. Unterwegs sind wir auch in der Reihe der Schaltschrankgestalter. Insofern darf ich Sie heute schon einladen in die nächste Woche. Am 7. Oktober ab 14 Uhr begrüßt Sie Fabian Bertelsmeier, Produktmanager von Phoenix Kontakt, und der Philipp Falkenhagen, Produktmanager von E-Plan, zu unserem nächsten Thema. Vielleicht ein wenig anders geartet, weil da geht es darum, wie komme ich in der horizontalen Wertschöpfungskette weiter? Sprich, Werkeassistenzsysteme im Schaltschrankbau, deren Nutzen und deren Vorteile. Ich freue mich, wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Wir freuen uns aber auch darauf, wenn Sie uns in der Reihe weiter folgen. Wir haben bis Ende des Jahres weitere Webinare aufgeplant, sodass wir am 9. Dezember unsere Abschlussveranstaltung in Planung haben. Dort werden wir wieder gemeinsam mit Ihnen die Erkenntnisse, die nächste Vorgehensweise diskutieren und zeigen, was heißt denn eigentlich Daten als Treibstoff im digitalen Prozess oder im Prozess des Schaltschrankbaus. Bis dahin nochmals vielen Dank an Franz und herzlich willkommen in der nächsten Woche bei der nächsten Veranstaltung der Schaltschrankgestalter. Schön, dass Sie dabei sind.